Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Es geht heute weiter mit unserem Sieben-Fronten-Krieg. Wir haben in der letzten Folge ja schon eine Grafschaft gewonnen, beziehungsweise haben wir sie wieder zurückerobert. Denn, wie ihr wisst, wir sind ja gerade dabei, diese ganzen Grafschaften hier zurückzuerobern, die sich selbstständig gemacht haben. Das sieht erstens nicht so schön aus, zweitens will Tore sie unbedingt zurück. Und deswegen befinden wir uns jetzt hier auf dem Schlachtfeld und werden heute mal sehen, was wir weiter tun können. Nach der letzten Folge ist mir allerdings aufgefallen, dass unser Kaiser himself sich an die Spitze der Truppen begeben hat. Das geht natürlich gar nicht, obwohl er sehr gut ist. Er ist ein 22er und er ist auch noch ein Pionier. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich gut gebrauchen. Aber wir wollen ihn ja noch ein bisschen länger haben und deswegen werde ich den als erstes mal austauschen. Seine Rolle übernimmt jetzt Graf Barnard von Tabassa. Das ist ein Logistiker und den schicken wir jetzt statt dem Kaiser mal in den Kampf. Weiter geht's hier mit den Rittern. Da müssen wir nämlich auch noch zwei aussortieren. Das ist erstmal der Bryce, dem verbieten wir das, denn das ist unser Hofarzt. Den möchten wir auch gerne noch länger haben. Und der zweite ist der englische Thronfolger Halfdan. Denn Halfdan ist mit unserer Tochter bzw. mit Tores Tochter Lynn verheiratet. Und die möchte englische Königin werden. Deswegen muss der Junge noch ein bisschen leben. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wir müssen hier jetzt erstmal gucken, was hier abgeht. Wir haben hier einmal eine Schlacht, die relativ gut aussieht. Das wird zwar knapp, aber ich denke, die Jungs schaffen das schon alleine. Hier wird in Posen gerade belagert. Das dauert noch 6 Monate. Und hier unten haben wir 2 Armeen, die wir noch verteilen müssen. Wir hatten ja letztes Mal eine Grafschaft eingenommen und jetzt stehen die hier so tatenlos rum. Das geht natürlich nicht. Und deswegen schicke ich jetzt diese hier nach Gniezno. Falls nämlich die Unterstützung brauchen, dann sind wir gleich da. Und diese Armee, die werde ich mal, glaube ich, in den zweiten Teil von Kujawien schicken. Ich denke, da sind wir dann auch relativ schnell durch. Und wir gucken mal, wie sich das jetzt weiter verteilt. Die marschieren hier zum Beispiel direkt auf uns zu. Da müssen wir natürlich aufpassen. Vielleicht brauchen die auch Unterstützung statt dieser Truppe. Und was wir jetzt noch machen müssen, nebenbei, das ist erstmal hier die Zusagen entgegennehmen von unseren Bündnispartnern, die in den Kriegen mitmischen. Und wir müssen hinterher auch noch Kriegseinladungen wieder aussprechen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass das ja alles Einzelkriege sind. Das seht ihr im Übrigen ja auch hier unten. Und deswegen müssen wir unsere Bundesgenossen alle in jeden Krieg einzeln einladen. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Zusagen erhalten und jetzt können wir noch mal gucken, wen wir noch in welchen Krieg schicken. Wir lassen die Königin von England und Nasira mal da, wo sie sind. Das sind 2 Kriege, die uns eigentlich nichts angehen. Einer in England und einer im fernen Osten. Da mischen wir uns erstmal nicht ein. Wir haben ja hier genug zu tun. Deswegen fangen wir mal an mit Königin Sanne von Ungarn. Und die kann sich mal um Plock kümmern. Ich denke, das ist okay. Und der französische König, der kümmert sich mal um Großpolen. Und wir haben dann auch noch jemanden für Plock. Die bestehen nämlich aus 2 Grafschaften. Das ist soweit in Ordnung. Dann haben wir die nämlich erstmal durch. Die Hausmitglieder, die sollen natürlich auch was tun. Und ich würde sagen, wir schicken die einen in den Süden. Graf Benneke geht ebenfalls nach Großpolen. Tankmar geht nach Kujawien. Ja, und das müssen wir jetzt halt nochmal ein- oder zweimal machen, damit die auch wissen, dass sie hier alle bekämpfen sollen und nicht nur 1 oder 2 Länder. So, dann geht es jetzt hier weiter. Oh, das ist schön. Die Kaiserin Tina Tini, die ab jetzt Tinti genannt wird. Das ist ein Vorschlag, der mir in den Kommentaren gemacht wurde. Den nehme ich auch gerne an. Denn Tina Tini hört sich höchst dämlich an.
und Tinti zugegebenermaßen auch, aber nicht ganz so bescheuert. Und deswegen heißt sie jetzt Tinti und Tinti hat uns einen Sohn geboren. Ich finde den Vorschlag ganz schön, er soll Benno heißen. Mögest du stark und weise werden? Und hier kommen die nächsten Zusagen. So, und hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Wo genau wollen die hin? Das ist die Frage. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir kümmern uns zuerst aber um den Neuerwerb. Bei meiner täglichen Verwaltung des Reiches sind mir einige Gelegenheiten aufgefallen, denen ich nachgehen könnte. Das kennen wir schon. Und wir können jetzt wählen, was wir bekommen möchten. Es geht hier um einen verlorenen Folianten. Dafür bekommen wir plus 2 Verwaltung und plus 1 Bildung. Wir können auch ein schwaches Druckmittel gegen den Fürstbischof Welf erlangen. Das brauchen wir, glaube ich, aber im Moment nicht. Oder wir bekommen 495 Gold. Und auch wenn das mit Anspannung verbunden ist, das sind nur 8. Wir nehmen das Gold. So, und die Zusagen laufen. Feine Sache, sehr schön. Dann können wir gleich die nächsten Einladungen wieder aussprechen. Oh, und jetzt haben wir aber erstmal ein krankes Kindbett. Dem Benno geht's nicht gut. Er futtert nicht so, wie er soll. Und jetzt nimmt er nicht zu. Und wir hoffen, dass der liebe Gott ihm nochmal gnädig ist. Jedenfalls liegt Bennos Leben in seiner Hand. Und wir hoffen, dass er bald aufhört zu weinen und wieder gesund wird, der arme kleine Benno. So, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's immer noch sehr gut aus. Ich sag ja, den werden wir gewinnen, den Krieg. Und wir machen hier dann mal weiter mit Graf Heidecke. Der muss auch noch wissen, dass er nach Großpolen soll. Hier haben wir Gniezno und selbiges. Die beiden bleiben wieder da. Ja, das ist ein bisschen mühselig, aber da können wir jetzt nichts machen. Die müssen ja erstmal ihre ganzen Instruktionen kriegen. Das nützt ja nichts. Nee, so nicht. So sollst du das machen. Und Graf Bruno, der braucht noch eine Weisung für Plock. So, und jetzt möchte ich mal wissen, wohin geht denn ihr? Das ist die Frage. Im Moment marschieren sie an uns vorbei. Ja, und scheinen das auch durchzuziehen. So, minus 6. Wir haben schlecht gewürfelt, aber der Gegner hat nur noch 711 Mann. Das ist in Ordnung. Die verpieseln sich gerade wieder. Hier belagern wir jetzt und hier sind wir auch gerade kurz davor. Okay, ich denke, das kann so bleiben. Und es tut mir leid, aber wir müssen das weitermachen. Es geht nichts über klare Ansagen und das brauchen die Jungs. Und deswegen machen wir das jetzt auch nochmal fertig hier. Es ist allerdings so, dass wir nicht mehr viel übrig haben. Und deswegen denke ich, müssen wir das höchstens noch einmal machen. Oder so und dann war es das auch so. Das bringt nämlich auch irgendwie nicht so wirklich viel Spaß. Ehrlich gesagt, wir wollen ja kämpfen hier. Und jetzt gucken wir mal, was das hier gibt. Während uns die Zusagen weiter unterbrechen. Ja, das ist ein bisschen fieselig und ein bisschen mühselig. Aber gut, nützt ja nichts. Dafür haben wir jetzt diese Schlacht hier gewonnen. Sehr schön. Wir gucken mal, was wir hier für Verluste gemacht haben. Wir haben viele Verluste gemacht. Das war zu erwarten, das war sehr, sehr knapp. Aber wir haben gewonnen und wir gucken uns jetzt nochmal die Details an. Ich möchte nämlich wissen, ob wir Ritter dabei verloren haben. Nein, aber wir haben bei der Gegenseite Ehrenfried umgebracht. Das ist doch schon mal gut. Es wurde offensichtlich auch niemand verwundet. Insofern sehr schön. Das können wir dann so lassen und jetzt gucken wir mal, jetzt stehen wir ja hier ein bisschen doof rum. Kujawien ist eingenommen. Wir könnten jetzt eigentlich nach Lebus gehen. Das wäre mal eine gute Sache.
Und hier belagern wir überall weiter. Das ist erstmal der Plan. So soll es sein und das sieht auch so aus, als würde das ganz gut klappen. Okay, das Spielchen nochmal von vorne. Hier wird es jetzt das letzte Mal sein. Hier auch. Sehr schön. Und hier haben wir noch den Süden der Republik. Der Bruno, der kann nach Sandomiert. Den haben wir dann auch durch. Ich denke, das war's dann, außer den Hausmitgliedern. Die brauchen noch ein bisschen mehr Ansagen hier. So, gut, und ich glaube, jetzt haben wir es aber. Okay, Ehepartner, der Tag des Turniers. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Meine Ritter jubeln, als Kaiserin Tinti das Turnier zu ihren Ehren ankündigt und endlich einmal darf ich einfach nur zusehen. Allerdings werde ich nicht den ganzen Turniertag lang auf einem Thron herumhocken. Und jetzt könnten wir den Rittern auch Beifall klatschen. Das gibt 8 Jahre 20 Meinung von unseren Rittern. Oder der Tag ist zu unseren Ehren. Das gibt 75 Prestige. Okay, dann machen wir das so. Ich sehe hier gerade minus 1024. Naja klar, das kommt jetzt natürlich, weil wir unsere Verbündeten mit in den Krieg gerufen haben. Das kostet ja jedes Mal Prestige, das wird also prestigemäßig äußerst teuer. Aber da wir das angeschrieben bekommen, ist das halb so wild. Unsere Ruhmstufe ist ja schon sagenumwoben und daran ändert das nichts. Das heißt, wir machen das Ganze einfach mal auf Pump. Okay, aber wir bekommen jetzt hier nochmal die letzten Zusagen, die wir abarbeiten. Und dann kümmern wir uns endlich nur noch um den Krieg. Wir sind hier nämlich schon fast fertig mit Belagern, wenn man mich das mal anklicken lassen würde. Gleich ist es soweit und Gniezno ist unser. Wir können die Forderung erzwingen und haben damit die zweite Grafschaft erobert. So, nach Lebus ist jemand unterwegs. Das ist sehr schön. Nach Sandomiert sind wir, glaube ich, auch schon aufgebrochen. War das nicht so? Oder wollte ich das nur? Ah ja, alles klar. Die haben sich da getroffen. Der eine wollte nach Lebus. Dann passt das soweit. Das sind allerdings zu viele, ne? Das brauchen wir gar nicht. Wir könnten hier eigentlich mal angreifen. Das können wir ruhig mal machen. Denn dann haben wir die auch schon in der Tasche. Das Gebiet ist von uns belagert. Das sieht allerdings nicht so gut aus, weil die Gegenseite die höhere Güte hat. Es wird wahrscheinlich ein Sieg, wird auch so prognostiziert. Und hier kommen noch Verbündete. Das heißt, wir lassen es so drauf ankommen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wunderbar. Die haben wir gleich platt gemacht. Das ist im Übrigen Posen, die wir hier besiegt haben. Und wir sind jetzt bei Plock auf 7%, bei Kujawien auf 81% und bei Großpolen auf 73%. Das gefällt. Dann können wir jetzt hier hinziehen. Das ist, meine ich, der zweite Teil von Plock, genau. Dann haben wir das nämlich auch in der Tasche. Oh, und jetzt bekommen wir den Trost eines Freundes. Unser Freund Graf Masgaba, der tröstet uns und scheint uns gut zu tun, denn wir verlieren jetzt 84 Anspannung. Das ist erstmal eine schöne Sache. Das nehmen wir gerne hin, denn wir können jetzt auch wieder ein paar Druckmittel ausspielen. Wir können jetzt Zahlungen verlangen, zum Beispiel von Prinz Magnus. Das ist allerdings nicht viel. 15 gibt er nur. Ist ja unglaublich. Also 50 sollten es auf jeden Fall sein. Da nehmen wir nochmal 2 mit. Ich guck mal kurz, bei wie viel Anspannung bist du denn jetzt? Wir haben hier die Anspannung bei 58. Okay. Dann können wir nochmal 50 mitnehmen.
Und das war's dann erstmal wieder, aber so haben wir jetzt hier natürlich auch wieder ein bisschen Gold abgestaubt. Sehr schön, dann werden wir nochmal die Hausmitglieder hier in die letzten Kriege rufen oder auch nicht. Das sind nämlich die beiden Kriege, um die wir uns eigentlich gar nicht kümmern wollen hier. Das Scheichtum von Azir und der Englische Krieg. Wir schicken ihn hier nochmal nach Kujawien und lassen den Rest so. Ja, und dann gucken wir mal, wie das hier jetzt weitergeht. Wir haben jetzt hier wieder eine arbeitslose Truppe und den Krieg gegen Großpolen gewonnen. Das heißt auch hier, die Forderungen werden erzwungen. Und diese Armee marschiert dann nach Plock. Ich würde sagen, das läuft alles, wie es soll. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Und wir werden jetzt hier nochmal kurz nachgucken. Bevor wir uns selber die Finger schmutzig machen, können die anderen auch einiges für uns erledigen. Aber das war's jetzt. Das haben wir jetzt ganz gut gemacht mit unseren Verbündeten. Und nun kommt noch ein Kind unserer Dynastie. Denn Lynn hat eine Tochter geboren und die soll Anna heißen. Anna finde ich sehr schön. Mögest du stark und weise werden? Anna ist ein sehr schöner Name, das passt ganz gut. Und hier, ja, werden gerade unsere Verbündeten verkloppt. Das macht mir aber nichts. Auch Lebus werden wir natürlich einnehmen. Hier kommen jetzt die ganzen Feinde zurück. Die sind aber fleißig mit unseren Verbündeten hier bedient. Das ist sehr schön. Und wir sehen mal zu, dass wir das jetzt hier alles belagert kriegen. Das ist natürlich blöde, dass wir nicht überall Mangonellen dabei haben. Hier dauert es noch 14 Monate. Hier nur noch eine Woche. 2 Monate. Und hier dauert es auch noch ewig. 9 Monate und 11. Ja, okay. Da können wir mit leben. Und davon lassen wir uns nicht missmutig machen, denn wir sind in der Überzahl. So, jetzt fängt natürlich Nasira an zu meckern. Wir hatten ihr versprochen, an ihrem Krieg teilzunehmen. Ja, Nasira, ich weiß, aber das tut mir jetzt echt leid. Wir haben selber genug zu tun. Das heißt, wir setzen 150 Prestige ein und sie verliert 20 Meinung von uns. Das Bündnis ist damit passé, aber nun ja, was sollen wir machen? Das ist nun mal so. Dafür haben wir jetzt hier wieder einen Krieg gewonnen, und zwar den gegen Kujawien. Ja, prima. Dann sind auch die überflüssig und ich glaube, die können wir eigentlich auch schon wieder auflösen. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Da sparen wir nämlich dann noch ein bisschen Gold. Ich überlege gerade, können wir die sonst noch woanders hinschicken? Das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir hier noch ein paar Schlachten schlagen. Aber über den Fluss ist es natürlich auch nicht so dolle. Ja, könnte man machen. Wir ziehen erstmal hier hin. Und sehen mal zu, dass wir vielleicht noch die Truppen von Sandum jetzt ein bisschen behaken. Das sieht sehr gut aus und danach werden wir uns dann, glaube ich, zurückziehen. Okay, dann geht mal wieder zurück hier. Wir ziehen uns in unser Gebiet zurück und lösen die Truppen dann auf und belagern überall anders weiter. Das spart Geld. Und der nächste Krieg ist gewonnen und das ist auch der im Süden. Forderungen erzwingen, Truppen auflösen. So haben wir es gerne. Wir sind auch bald wieder im Plus. So, und dann bin ich mal gespannt. Wir brauchen jetzt hier natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, aber es sieht so aus, als wären wir damit auch gleich durch. Mangonellen sind natürlich immer noch Mangelware. Und hier, ja, wurde der Krieg im fernen Osten verloren. So sei es.
wir haben ihr nicht geholfen. Eigentlich ist es unsere Schuld, das muss ich mal so sagen. Aber naja, Schwund ist überall. So, die eine Hälfte von Plock ist auch belagert. Hier sind wir gut unterstützt von unseren Verbündeten. Ich überlege gerade, kann ich das vielleicht auch schon auflösen? Nee, mache ich nicht. Wir greifen jetzt die hier mal an. Allerdings gehen wir hier erst über den Fluss, damit wir keine allzu großen Nachteile bekommen. Das wird jetzt nämlich schon gleich ein bisschen besser aussehen. So sieht's aus. Das können wir gut machen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Hier oben sind wir auch fertig mit Belagern. Die Armeen werden aufgelöst. So, und damit würde ich meinen, können wir seelenruhig Richtung Plock marschieren, weiter belagern, haben eine wertvolle Geisel genommen, lösen auch diese Truppen auf und erzwingen die Forderung. So, was wir jetzt hier noch haben, das ist die Grafschaft Plock. Das ist natürlich nicht mehr viel, was wir jetzt hier haben. Wunderbar. Wir belagern und gucken mal, ob die zurückkommen. Aber ich glaube nicht, dass die sich trauen. Ja, und dann sieht es doch sehr, sehr gut aus. Wir haben dann tatsächlich in dieser Folge den Sieben-Fronten-Krieg hier fertig bekommen. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ich dachte, das zieht sich noch ein bisschen länger hin. Wir nehmen hier mal das Heeresgeld mit den höheren Vasallensteuern mit. Ja, und dann warten wir jetzt, dass der letzte Krieg und die letzte Schlacht geschlagen sind. Und damit sind wir fertig. Auch diese Forderungen erzwingen wir. Und damit sieht das Ganze nämlich richtig gut aus. Wir sind wieder im Plus hier, das ist super schön. Das gefällt mir gut und hier diese Ecke, die gefällt mir auch sehr, sehr gut, denn das sieht jetzt sauber und aufgeräumt aus. Ja, und damit möchte ich dann eigentlich diese Folge auch abschließen. Wir werden allerdings noch zur Feier des Tages, glaube ich, eine Hexe verbrennen, es sei denn, sie könnte uns nützlich sein. Das ist bei Frauen natürlich relativ schlecht, weil die nur als Spitzel bei uns in den Rat dürfen. Das ist schade, ausgerechnet da hat sie nur 8 Punkte. Sie wäre toll in Kriegsführung und noch besser in Bildung, aber ja, das wird wohl nichts, meine Kleine. Anspannung wollen wir auch nicht. Das heißt, zum Abschluss dieser Folge gibt es noch ein kleines Fest und eine Verbrennung. Wir erhalten 100 Frömmigkeit und 5 Jahre lang zufriedene Bauern. Ja, damit ist das Ganze vollbracht. Wir haben also den Krieg hinter uns und können uns jetzt auf die nächsten Dinge stürzen, die wir vorhaben. Und dann hoffe ich, ihr seid auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei. Bis dann und tschüss!